Leute, schaut ihn euch an, das ist der neue Lamborghini. Aber warte mal, wie hieß der gleich noch? Ich weiß es nicht. Urus? Nein. Avenguar. Avenguar wie? Avenguador. Revolution? Scheiße, ich hab's vergessen. Shit. Revuelto. Hast du bestellt? Ja klar. Ja, ich auch, weil hier ist ja auf jeden Fall eine Delle drin. Auf deinem All Black Audi ist eine Delle. Sind das deine All Black Felgen, die du drauf hast? Sag nix, ey. Bombe, Digga, die sind echt ultra stabil, Mann. Junge, endlich ist dein Auto All Black. Weißt du, mir ist wichtig, dass alles Original ist, nicht irgendwie so ein Abgefusche. Ja, verstehe. Deswegen habe ich jetzt wieder Originale. Ja, wegen TÜV und so, ne? Ja, TÜV. Ja, die sind echt, die schauen auch viel besser aus, finde ich. Ich werde das auf jeden Fall mal reparieren. Ja, mach du die doch mal raus. Das wäre doch auch eine Videoidee, oder? Wenn du hier mal ein bisschen werkstattmäßig das da. Okay, wir müssen weiter. Ciao. Also jetzt mal ehrlich, das Ding ist doch einfach nur bombastisch, oder? V12-Motor, 3 Elektromotoren. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal hin. Ja, Leute, es ist mal wieder so ein Video. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, ihr habt gesehen, Lamborghini hat ein neues Modell vorgestellt. Den Revuelto, den Nachfolger des Lamborghini Aventador. Und ich wusste schon seit längerer Zeit, dass das Auto kommt und habe auch deswegen tatsächlich entschieden, lass uns mal den STO wieder weggeben, weil ich glaube, wir müssen uns einen Revuelto holen. Wir brauchen dieses Auto. Das wird bahnbrechend, das wird absolut krass. Das Auto behält den V12-Motor, kommt aber jetzt als Hybridversion, hat 3 Elektromotoren, hat 1015 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden, Spitzengeschwindigkeit über 350 km/h. Und jetzt schaut euch bitte dieses Auto an, wie unglaublich gut der aussieht. Das ist ein absolutes Mörderauto. Ich habe mich natürlich schockverliebt. Die haben den in Orange vorgestellt. Damit hatten sie mich natürlich auch schon wieder. Er schaut so böse aus. Er hat vorne diese Cyan-Leuchten, die extrem krass aussehen. Im Seitenprofil diese Form nach hinten weg mit diesem spitz zulaufenden Dreieck, was da so raussticht an der Seite und dann auch noch am Heck, was so Richtung Centenario geht. Also es ist natürlich kein komplett neues Auto, was jetzt komplett anders aussieht, aber ich finde, Lamborghini hat so wirklich die besten Elemente der letzten Jahre zusammengebaut und dieses Auto jetzt vorgestellt und es ist einfach, boah, es ist einfach Wahnsinn. Ich finde es hammermäßig, wie sich Lamborghini als Marke entwickelt, was die da wirklich hinbekommen und heute werden wir zusammen den Revuelto konfigurieren. Ich habe ihn vorbestellt schon. Das kann man quasi machen. Es ist natürlich blind bestellt. Ich weiß nicht, was man ausstatten kann. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Wusste ich da nicht. Ich wusste nur, es kommt das Auto und habe einfach gesagt, pass auf, schreib mich auf die Liste. Ich will so ein Ding. Und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an, wie das Ganze aussieht und was uns hier erwartet. So, hier sehen wir schon einmal die orangene Konfiguration. Wir gehen aber jetzt mal auf Base Offer und starten mal von Null. So schaut das Auto aus in allen Seitenansichten. Boah, könnte ich ja stundenlang drauf schauen, ne? Es ist einfach nur ein brutales Fahrzeug. Echt genial. Und dann kommt natürlich die erste Frage, Leute. Wie soll der farblich aussehen? Es gibt verschiedene Sachen, die man sich aussuchen kann. Klassisches Orange, was man so kennt. Schauen einfach mal ein bisschen durch. Blau, grün, auch nicht schlecht. Rot, boah, rot muss ich sagen, gefällt mir nicht so. Grau, auch sehr, sehr geil. Gelb, aber tatsächlich ist mir eine Farbe ins Auge gestochen. Ich habe schon ein paar Bilder mir reingezogen, verschiedene Autos. Es gibt ja schon die ersten, die gebaut wurden, da hat man schon ein paar gesehen. Man hat gelb gesehen, man hat den weißen schon gesehen, man hat den orangenen gesehen und aber auch ein schwarz. Und jetzt schaue ich mal kurz, ob ich das hier finde. Ich klicke einfach mal währenddessen noch ein bisschen durch, damit ihr auch sehen könnt, was für Farben es hier noch alles gibt. Das ist jede Menge. Boah, lila auch ganz frech. Boah, da gibt es wieder so viel Auswahl. Es ist einfach, boah, es ist sehr schwer. Für mich gibt es einfach eine Farbe, die irgendwie dem Auto so geil steht und so gut dazu passt. Und es ist keine ausgefallene Farbe. Es ist mattschwarz. Nero Nemesis. Oh mein Gott, wie böse sieht der aus. Das hat sowas von Batmobil. Ich finde, das ist perfekt auf diesem Auto. Einfach nur böse, einfach nur richtig, richtig edel auch trotzdem. Das ist definitiv meine Wahlfarbe. Matt, schwarz, Batmobil, Vollgas, Attacke. Oh, wir schauen mal an. Jetzt gerade triggern mich noch diese Felgen hier. Die müssen wir mal ganz schnell hier weg
wegzaubern. Die sind absolut hässlich, da die jetzt gerade da drauf sind. Was haben wir denn hier? Altanero geschmiedet. Ja. Triguero geschmiedet. Ja. Ja, die gehen gar nicht. Boah, jetzt bin ich gerade unsicher, welche Felge da die richtige ist. Altanero oder Triguero? Muss man ja auch noch nicht final festlegen. Also es gibt hier einmal Altanero. Ja, ihr seht schon, die sind ein bisschen offener. Hier 5-Speichen-Design. Und dann noch die Triguero, die ist deutlich, ja, ein bisschen wilder noch. Bin noch nicht sicher. Ich glaube, ich tendiere gerade so vom Gefühl zu Altanero. Aber lasse ich euch gerne mal mitentscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr denkt, welche Felge die bessere ist. Auf jeden Fall natürlich in Schwarz muss die drauf. Bremse und Bremssättel, ganz klar, die wollen wir auf jeden Fall in Schwarz haben. So, alles richtig schön schwarz, böse, herrlich. Absolut herrlich. Motorgitter aus Titan. Ja, das ist nur das hier. Nee, das lassen wir weg. Wir wollen das ja in Schwarz behalten. Lackierung mit Streifen am Heckdiffusor. Boah. Okay, das sind hier diese Diffusorfinnen in lackiertem Rot. Finde ich grundsätzlich schon was Geiles, aber wir bleiben bei All Black. Wir machen das Ding komplett schwarz und tatsächlich ist sowas für mich was, das kannst du immer folieren. Das Schöne bei einem schwarzen Auto ist ja auch, es ist sehr leicht folierbar. Du kannst immer wieder den Style ändern, du kannst diese Details folieren. Aber wenn es dir halt nicht gefällt, machst du es wieder ab. Deswegen würde ich dann niemals die Lackierung nehmen und den Aufpreis bezahlen, sondern komplett schwarz, böse, so wollen wir das haben. Also von außen, ich bin wirklich schockverliebt. Das ist einfach gigantisch. Boah, ich lieb's komplett. Ich lieb's komplett. Dann schauen wir doch mal, was im Interieur geboten ist. Ich habe da tatsächlich noch nicht so viel gesehen, aber auch hier, wenn ich schon das alles sehe, ne, wie das hier aufgebaut ist, hier diese Mittelstrebe, alles in Carbon, der Display, der da eingelassen ist, hier auch nochmal für den Fahrer. Das hat so ein bisschen McLaren-Vibes hier, finde ich fast. Dieser hochgestochene, dünne Display, den wir da sehen. Aber schauen wir doch mal. Ausstattung, Kontrast-Color, Ausstattung, Klassiker. Einfarbiges Leder und Corsatex. Boah, es ist richtig schwer, ne? Also es gibt die Möglichkeit, im Innenraum das Ganze ein bisschen extremer zu gestalten. Ihr seht schon, hier werden dann einige Lederflächen in farbig gemacht. Das ist jetzt hier in Orange. Wir schauen mal vielleicht mit Weiß, wie das aussehen könnte. Boah! Ich glaube, das finde ich sehr sexy. Bianco Leder. Wir machen mal Leder mal Bianco. Das ist geil. Das finde ich, glaube ich, geil. Kann man natürlich auch schwarz lassen. Ich lasse jetzt mal, in dem Weiß, weil ich finde von außen richtig schön böse schwarz und dann innen tut es dem, glaube ich, schon gut, wenn man wieder ein bisschen was reinbringt. Wir lassen mal das Weiß hier drin. Gucken mal noch ein paar andere Ansichten uns an. Boah, das weiß ich jetzt schon wieder nicht, ob ich es so gut finde. Boah, schaut euch das mal an. Auch dieses Lenkrad, ne? Also das ist so verrückt, wie viele Buttons auf diesem Lenkrad drauf sind, was man alles einstellen kann tatsächlich. Das ist erschlagend fast schon am Anfang, aber ich finde es halt geil. Bei so einem Auto mag ich das einfach, wenn man viel einstellen kann. Und ich glaube, das ist schon echt gut. Boah, ich weiß nicht, je länger ich drauf schaue, desto weniger gefällt es mir, glaube ich, mit diesen starken Belederungen. Ich glaube, ich stehe tatsächlich dann doch mehr einfach auf einfarbiges Leder hier. Wir schauen uns das jetzt mal an. So, also doch dunkel lassen und dann eine Kontrastnaht und da vielleicht dann eine weiße Naht nehmen. Ich glaube, das sieht sehr, sehr edel aus. Dann ist es nicht so überladen, weil das andere hat mir jetzt gerade eine Ansicht, hat mich so ein bisschen an den Tesla-Innenraum erinnert. Ich glaube, das ist es. So, das ist es doch. Komplett schwarz innen, geil, richtig schön böse und dann die weißen Nähte, Lamborghini-Logo in weiß, herrlich. Da gibt es noch verschiedene Weißtöne, Bianco Polar. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich hier im Konfigurator nicht wirklich zu unterscheiden. Crazy auch, was es einfach alles gibt. Aber ich gehe jetzt mal hier auf Bianco Leder. Das gibt mir auf jeden Fall auf den ersten Blick ein sehr gutes Gefühl. Ich könnte mich hier totspielen, ne? Es macht so Bock einfach. So, vollständig elektrisch einstellbare und beheizte Sitze. Das gefällt uns doch. In die Kopfstützen gesticktes Lamborghini-Schild. Definitiv Lederpaket. Boah, dann knallst du hier wirklich nochmal alles rein. Lass ich mal weg. Ich mag das gar nicht, wenn das Innenraum so crazy überladen ist mit Leder. Fußmatten mit Ledereinfassung Doppelnaht. Okay, das haben wir schon. Lenkrad. Vollständig aus Corsatex. Wie ist denn das jetzt gerade? Jetzt ist es aus Leder. Da bin ich echt zwiegespalten, weil ich finde, das schaut optisch viel, viel geiler aus mit dem Corsatex und fühlt sich wahrscheinlich auch geiler an. Allerdings, einzige Downside,
ich habe das jetzt in Urus schon ein paar Mal gesehen, wenn du da länger hinlenkst, es wird irgendwann einfach, es schaut nicht mehr schön aus. Aber ich glaube, ich nehme es trotzdem, weil ich finde es irgendwie auf den ersten Blick auf jeden Fall sportlicher. Ich mag das Feeling mehr. Man hat irgendwie einen besseren Halt und das gibt mir auf den ersten Blick ein gutes Gefühl. Machen wir auf jeden Fall mal so. So, was haben wir noch an Optionen? Getränkehalter, Beifahrerdisplay. Ja, das muss man mitnehmen. Das ist geil. Das ist schon geil. Der Hammer, schau euch das an. Da sieht man hier nochmal die Anzeigen. Du siehst, in welchem Gang du bist. Du siehst die Geschwindigkeit als Beifahrer. Ja, das ist sexy. Schau euch auch mal diese Lüftung hier an. Boah. Ich bin so schockverliebt. Ich bin so schockverliebt. Es ist so schön. Wirklich ein traumhaftes Auto. So, Optionen, was haben wir denn noch? Rückfahrkamera wollen wir. Umfeld, Scheinwerferpaket, Matrix, LED-Scheinwerfer, bla bla, Fernlicht. Ja, safe. Brauchen wir. Smartphone-Interface, natürlich. Lamborghini Connect Fahrzeugortungssystem. Ich weiß nicht, hier im Allgäu habe ich das Gefühl, wird man wahrscheinlich mir das Auto nicht klauen, aber ich glaube mal, das Ding ist, man sieht ja auch keine Preise hier, ne? Also ich klick mal drauf, ich mach's mal mit rein. Durchsichtiger Schutzfilm, ich schätze mal, das ist eine Folierung, lassen wir jetzt mal weg. Hier Fahrzeug, oh mein Gott, oh mein Gott. Tatsächlich kann man gar nicht viel mehr jetzt gerade auswählen und es gibt auch noch gar keinen Preis, sehe ich hier. Ich dachte jetzt, wir kriegen hier mal ein Preisschild, aber ich glaube, der wird nicht günstig sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. So gern ich den STO hatte und ich mochte das wirklich sehr, das Auto. Dieses Auto wirkt halt einfach nochmal viel böser, viel erwachsener tatsächlich auch. Und boah, es flasht mich. Es flasht mich wirklich komplett. Ich hoffe ja natürlich, dass wir da bald mal ein Live sehen, da was drehen können. Aktuell kann man eben hier nur diese Konfiguration so weit machen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, diese All-Black-Version ist mega. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt, wie ihr das Auto findet. Sobald wir da weitere Infos haben, werde ich sie gerne natürlich mit euch teilen und euch Bescheid sagen, wie es da weitergeht. Natürlich wird das Auto nicht wahrscheinlich vor nächstem Jahr kommen. Da mache ich mir jetzt gar keine Hoffnung. Da bin ich auch nicht der Erste in der Reihe, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich finde es hammermäßig und werde auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich einzubekommen, damit wir hier wieder damit richtig viel Freude auf diesem Channel haben. Puh, es ist mir ganz warm vor Aufregung. So, also wie ist der nochmal? Revuelto. Richtig. So, ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. So viel zum Lamborghini-Thema und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute.